bin genau wie du. Im Wesentlichen ist mein Leben völlig normal. Nein. Mein Dad war der gut aussehende Quarterback, der die scharfe Jahrgangsbeste geheiratet hat. Und nein, die Highschool war nicht der Höhepunkt ihres Lebens. Ich habe eine Schwester, die ich sogar mag. Ich sag ihr das natürlich nicht. Und letztes Jahr, nach 200 Folgen von der Kochshow, hat sie beschlossen, dass sie Köchin werden will. Und dann sind da meine Freunde. Zwei von ihnen kenne ich praktisch seit Anbeginn der Zeit. Oder wenigstens seit dem Kindergarten. Eine kenne ich erst seit ein paar Monaten, aber ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon ewig. Wir machen alles, was Freunde so tun. Wir trinken viel zu viel Iced Coffee, sehen uns schlechte 90er-Jahre-Filme an und träumen im Waffle House vom College und stopfen uns mit Kohlenhydraten voll. Also, wie gesagt, ich bin genau wie du. Ich habe ein völlig normales Leben. Nur, dass ich ein riesiges Geheimnis habe. War die Party? Die war richtig nett. Ach ja? Ja. Knaller! Oh, ja. Also, danke, dass ich hier schlafen darf. Klar, klar, klar. Ja, du schläfst seit 10 Jahren immer mal wieder hier. Du musst uns nicht danken. Oh, ja, danke. Hör auf. John Lennon hat einen Frauenpullover an. Mhm. Und er ist betrunken. Definitiv. Und was halten wir jetzt davon? Ich würde sagen, er ist nicht betrunken gefahren und war pünktlich zu Hause, also... Gut. Halte ich für klug, diese Haltung. Ja, das halten wir davon, oder? Ja, wir sind Supereltern. Ja, wir sind Supereltern. Ich habe überlegt, warum ich mich noch nicht geoutet habe. Vielleicht, weil ich es einfach unfair finde, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität? Ich muss euch unbedingt was sagen. Mom, ich muss dir was gestehen. Können wir reden? Ja. Ich bin hetero. Ich bin hetero. Tut mir leid, Mom, es ist wahr. Ich stehe auf Mädchen. Ich stehe auf Männer. Das liegt in der Familie deines Dads. Ich bin in Nick verknallt. Seine Hab ich Scheidung. Einen Fremden großgezogen? Ja, absolut, das hast du. Ich bin heterosexuell. Oh Gott, Hilfe, Jesus, bitte! Aber du musst das von mir hören. Du bist nach wie vor du, Simon. Du bist immer noch derselbe Sohn, den ich so gerne necke. Und auf dessen Hilfe dein Vater bei fast allem angewiesen ist. Aber du kannst jetzt wieder ausatmen, Simon. Du kannst jetzt endlich wieder du selbst sein. Mehr als du seit sehr langer Zeit warst. Du verdienst alles, was du dir wünschst. Hey, Sai. Ja? Seit wann weißt du's? Da war ich... 13? Vor 4 Jahren. 4 Jahre. Gemeinsam gegessen, gemeinsame Kinobesuche. Es tut mir leid. Das hätte mir nicht entgehen dürfen. Nein, all die dämlichen Witze. Die waren nicht so gemeint, das weiß ich. Also du sollst wissen, dass ich dich lieb habe. Ich würde rein gar nichts an dir ändern wollen. Hör auf zu weinen. Ich versuch's. Oh Gott. Komm her. Wie läuft's mit dem Video für Mom? Gut. Du kriegst das nicht exportiert, oder? Sagst du mir bitte, wie das geht? Ja. Na los. Okay. Hey. Wollen wir uns zusammen bei Grindr anmelden? Du weißt nicht, was Grindr ist, oder? Naja, Facebook nur für Schwule. Das ist es nicht. Hey! Wie war die Party? Knaller. Er trägt einen Frauenpullover. Mhm. Und ist betrunken. Wir sind Supereltern. Ja, wir sind Supereltern. Mein Name ist Simon. Ich bin genau wie du. Ich habe eine normale Familie, tolle Freunde, gehe auf eine typische Highschool. Du darfst auf dem Flur nicht texten, Alter. Komm schon, meine Schüler dürfen hier nicht rumtindern. Richtig. Das ist meine Aufgabe. Der Großteil meines Lebens ist super. Ich habe nur ein riesiges Geheimnis.
Hey. Hast du den neuen Post gesehen über den verkappten schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du, wer es ist? Lieber Blue, ich bin genau wie du. Niemand weiß, dass ich schwul bin. Lieber Simon, schön zu wissen, dass es noch einen anderen an der Schule mit dem gleichen Geheimnis gibt. Seit wann weißt du's? Lieber Blue, es waren viele kleine Dinge, wie meine erste Freundin. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Komm gleich wieder. War nicht mein stolzester Moment. Simon, hast du es jemandem erzählt? Nein, Blue, ich hab's niemandem erzählt. Der Welt zu verkünden, wer man ist, ist ziemlich beängstigend. Abby ist das schärfste Mädchen. Sie ist nicht so mein Typ. Jetzt nicht, weil sie schwarz ist. Ich liebe schwarze Frauen. Ich liebe einfach alle Frauen. Lieber Blue, ich find's einfach unfair, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität? Ich muss euch unbedingt was sagen. Ich bin hetero. Ich stehe auf Mädchen. Willst du mich umbringen? Ich stehe auf Männer. Oh Gott, Hilfe, Jesus! Sai, schalt sofort deinen Computer an. Jemand hat deine E-Mails auf dem Schulblock gelegt. Tut mir leid, Simon. Ich kann das nicht mehr. Ich sollte derjenige sein, der entscheidet, wann und wie und wer es erfährt. Und wie ich es sage, das hättest du mir überlassen sollen. Ich bin ein Mensch, dem es bestimmt ist, jemanden so sehr zu mögen, dass es mich fast umbringt. Ich auch. Ich konnte spüren, wie du die Luft anhältst. Du bist immer noch du, Simon. Warst du schon mal verliebt? Keine Ahnung. Denke schon. Lieber Blue, ich weiß vielleicht nicht, wie du heißt oder wie du aussiehst, aber ich will dich finden. Ich hab satt, in einer Welt zu leben, in der ich nicht der sein kann, der ich bin. Hast du mich gedatet, weil ich wie ein Junge aussehe? Nein, eigentlich habe ich Schluss gemacht, weil du nicht wie ein Junge aussiehst. Oh, okay. Danke. Na klar.